Wir leben alle für den Sport und wir brennen auch für den Sport. Das heißt, der Sport ist schon mal die Basis. Mein Name ist Katharina Weiß, ich bin 22 Jahre alt, ich spiele Rollstuhlbasketball und studiere Wirtschaftsrecht im Fernstudium. Wie vereinbarst du dein lernintensives Studium und den Sport? Ja, wie vereinbare ich das? Ist mal besser, mal schlechter. Also ich würde sagen, allgemein läuft es eigentlich ganz gut, mich auf beides zu fokussieren und mein Zeitmanagement auch relativ gut im Griff zu haben. Aber es gibt definitiv Phasen, in der es schlechter läuft. Welches sind deine drei wichtigsten Skills und wo strugglest du regelmäßig? Ich würde sagen, eine Stärke wie auch Schwäche von mir ist wahrscheinlich, dass ich ein bisschen zu perfektionistisch bin, gerade im Sport. Und es fällt mir manchmal, und das ist wahrscheinlich auch ein Struggle von mir im Alltag, auch schwer zuzugeben, dass ich die Zeit nicht habe. Und definitiv würde ich sagen, ich hätte gerne eine 9-Tage-Woche mit 40 Stunden am Tag. Was machst du in 3 Jahren? Sag es uns in 3 Sätzen. Also ich meine, 3 Jahre ist ein unglaublich kleiner Zeitraum und nächstes Jahr stehen ja die Paralympics in Paris an. Das heißt, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich in 3 Jahren sagen kann, dass ich die Paralympics gespielt habe. Und privat bzw. beruflich würde ich auf jeden Fall hoffen, dass ich in 3 Jahren meinen Bachelor beendet habe, vielleicht immer im Master bin. Welchen Tipp würdest du deinem 5 Jahre jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Das ist klar, ist, dass Leistungssport mit stressigen Phasen verbunden ist und oft kommt man an sein Limit und man geht definitiv auch unglaublich oft über sein Limit hinaus. Aber es werden auch stressfreiere Zeiten kommen und man wird definitiv dafür belohnt für den ganzen Stress, den man hat.